Hallo wieder, ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal Pilz Live. Ich bin's wieder, euer Martin. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es mal um ein sehr, sehr wichtiges Video. Und zwar ist das die Vorbereitung auf eure Einstellungstests. Das ist somit der wichtigste Step bei den meisten zum wirklichen Traumziel des Berufs Pilot. Und da möchte ich euch heute einfach mal so ein bisschen meine persönlichen Tipps geben, wie ich mich damals vorbereitet habe und was ich euch anhand meiner Erfahrung empfehlen kann. Das am Ende muss das jeder für sich selber entscheiden und kann mich auch explizit nochmal nach gewissen Sachen näher fragen. Aber ich werde jetzt versuchen, euch so gut wie möglich ein bisschen die Angst zu nehmen, euer Selbstbewusstsein zu stärken und euch einfach ein bisschen zu erklären, was ich da damals so gemacht habe. Ich habe nämlich auch den ein oder anderen Test gemacht und zuallererst müssen wir natürlich entscheiden. Ihr wisst wahrscheinlich auch schon alle, es gibt sehr viele verschiedene Tests, die sind nicht alle gleich und ich unterteile das Ganze in zwei Rubriken. Einmal gibt es da die Airline-orientierte Ausbildung, sprich Lufthansa, TFC-Käufer in Essen für Aerologic oder sowas oder Condor und für Eurowings. Die haben eigene interne Tests und private Flugschulen haben eigene interne Tests. Und ich fange mal ganz normal an mit dieser Lufthansa-Ausbildung beziehungsweise mit der TFC-Käufer-Ausbildung, die eher Airline-orientiert sind. Ich kann euch ganz ehrlich von vornherein sagen, diese Tests sind laut meinen Erfahrungen etwas schwieriger und anspruchsvoller. Es gibt aber sicher auch Privatschulen, die sich unterscheiden und vielleicht auch ein bisschen abheben möchten von den anderen, die ihre Einstellungstests ebenfalls anspruchsvoll machen. Und ich war auch bei diversen Flugschulen, die private Flugschulen waren, auch im österreichischen Raum, die Tests, die auch relativ anspruchsvoll waren. Ich war aber auch bei Tests, die relativ wenig anspruchsvoll waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fange mal an mit der Lufthansa-Ausbildung und zwar, oder bei der TFC-Käufer. Bei der Lufthansa habt ihr ja bei der European Flight Academy jetzt möglich die zwei Möglichkeiten, MPL-Kurs und ATPL-Kurs. Der MPL-Kurs beinhaltet immer noch, wenn ihr euch da bewirbt, bekommt ihr eine E-Mail zurück mit einem Internetportal, wo ihr euch CBTs runterladen könnt, also Computer-Based Trainings. Das sind kleinere Spiele oder sonstige Informationssachen, Programme, die ihr euch für den PC runterladen könnt und von zu Hause oder von wo auch immer ihr wollt, üben könnt. Sind super und daran würde ich tatsächlich auch nichts ändern. Ich werde die dann gleich noch durchgehen, was da alles so beinhaltet ist, aber dazu komme ich noch. Da würde ich euch tatsächlich auch nicht empfehlen, irgendwas anderes noch anzuschauen, weil bei jedem dieser Programme steht auch am Anfang, lernt mit diesen Programmen und eher weniger mit anderen, weil die anderen wissen nicht so ganz genau, was drankommt und mit denen seid ihr perfekt mit vorbereitet. Es gibt noch die ein oder andere Ergänzung zu diesem Programm, dazu komme ich wie gesagt gleich noch, aber an sich sind diese Programme wirklich super gut. Dann gibt es allerdings noch den Eurowings-Kurs, also den ATPL-Kurs und wie bei der TFC-Käufer, auch ein interner Test für Condor oder für Aerologic oder sonst irgendwas. Da, wenn ihr dann eine E-Mail schreibt, ey, ich möchte mich bei euch bewerben, ich möchte den Test bei euch machen und euch zeigen, was ich kann und ob ich die Voraussetzung erfülle. Dann sagen sie, super, komm in zwei Wochen vorbei. Und du sitzt da und denkst so, okay, gut, was soll ich jetzt machen? Gebt mir Informationen. Die meisten privaten Flugschulen schreiben dann auch sowas zurück wie, es ist keine Vorbereitung notwendig, kommen sie einfach her und machen den Test. Ja. Dazu habe ich mich, glaube ich, schon öfters geäußert. Auf solche Tests ist eine Vorbereitung in gewisser Hinsicht immer gut, gerade auch für sich selber. Bei diesen Airline-orientierten Ausbildungen, TFC-Käufer und Eurowings, MPL jetzt ausgenommen, weil da habt ihr die CBTs bekommen, kann ich euch folgende Software empfehlen, und zwar SkyTest. Und ich habe tatsächlich damit keine Erfahrung gemacht, weil ich diese Software nicht benutzt habe. Ich kenne aber viele Leute, die diese Software sehr gut und ausführlich benutzt haben, zum Beispiel auch Dessin, der damals sich bei Tests beworben hat und so weiter, der hat auch mit SkyTest geübt und mit dem habe ich mich auch drüber unterhalten und sowas und das ist auch wirklich eine super gute Vorbereitung, auch gerade für den Interpersonal-Test bei der ATPL, Ausbildung für die European Flight Academy bzw. für Lufthansa. Ladet euch SkyTest runter, macht den ganzen Kram und klickt euch da jeden Tag durch und versucht euch zu verbessern. Und am Anfang werdet ihr sicher merken, wie ich auch damals in meiner BU-Vorbereitungs-Playlist gesagt habe, ihr werdet ziemlich überfordert sein mit dem Ganzen und ihr werdet denken, ey, das schaffe ich ja nie, das ist so viel, wenn ihr solche Programme anschaut.
Und ihr kommt mit der Zeit sehr, sehr gut rein. Ihr müsst es einfach machen, machen, machen. Und ihr könnt euch auch theoretisch jetzt auch schon mit 15, 16 die Software Skytest runterladen. Ich schreibe da auch und rede auch öfters mit einem lieben Abonnenten, der jetzt auch schon täglich mit Skytest übt, obwohl er seinen Test erst in 1 bis 2 Jahren hat. Aber er macht sich einfach dieses Basiswissen und diese Basisfähigkeiten, übt er einfach und trainiert er, damit er später gut vorbereitet ist. Denn es gibt, wie ich auch damals schon mal gesagt habe, Wissenstests und Fähigkeitentests. Und die Fähigkeitentests müsst ihr verdammt doch mal üben. Da gibt's nichts mit Sachen lernen oder auswendig lernen oder irgendwelche Texte durchlesen. Es kommt auf eure Fähigkeiten an. Nur auf eure. Seid ihr geeignet oder nicht? Und das könnt ihr natürlich üben und trainieren. Und gerade auch mit diesen Softwares. Und es bringt euch nichts, wenn ihr zu Hause sitzt und das nie macht, weil dann kennt euer Körper diese Situationen nicht, zum Beispiel Stress, zum Beispiel Konzentration, Merkfähigkeit und so weiter und so fort. Ja, so viel eigentlich zu den Airline-Ausbildungen. Jetzt zusätzlich dazu kommen wir zu der Situation, ihr geht zu einer privaten Flugschule und möchtet da einen Test machen zum Piloten. Im besten Falle sogar ein komplettes Assessment mit Simulator-Screening, mit persönlichem Gespräch, mit Interview, mit theoretischem Test, mit sonstigen Sachen, die da alle noch passieren. Streitgespräch und sonstige Sachen. Und ich gehe jetzt wirklich nur auf diese Sachen ein, was passiert bei diesem theoretischen bzw. bei diesem Fähigkeitentest. Über das Simulator-Screening habe ich auch schon ebenfalls ein Video gemacht. Falls ihr zu Streitgesprächen oder sonstiges noch was extra wollt, muss ich mir dazu noch Gedanken machen. Schreibt mir das dazu an dieser Stelle gerne mal unten in die Kommentare rein. Wie gesagt, ihr bekommt dann eine E-Mail, ihr sagt zum Beispiel, ich möchte jetzt, was weiß ich, zur RWL gehen, zur FFH nach Stuttgart, zur FMG nach Paderborn oder zur Prosperi Aviation Academy nach Salzburg oder was es auch immer für viele Flugschulen gibt. Die meisten setzen eben dieses Assessment bzw. diesen theoretischen Test voraus. Außer ihr könnt bei manchen mit eurem abgeschlossenen Abitur diesen Test überspringen. Davon gehen wir jetzt aber nicht aus. Und dann schreiben sie euch zum Beispiel, ey, sehr gut, du kommst jetzt zu uns, es ist keine Vorbereitung notwendig, das läuft so ab, du machst zuerst einen theoretischen Test, dann kommt Simulator und dann kommt noch das persönliche Gespräch mit unserem Chef. Ja, und du sagst, geil, voll cool, ich kann da hingehen und ich kann zeigen, was ich kann. Aber du weißt ja gar nicht, was drankommt. Und deswegen, egal ob ihr bei einer Airline seid oder bei einer privaten Flugschule, sucht euch Infos. Geht in irgendwelche WhatsApp-Gruppen rein oder sowas, wie ich damals gemacht habe. Denn es gibt super viele Sachen, die ihr dazu noch dazulernen könnt von Leuten, die schon da waren. Die euch einfach noch Tipps geben und die auch diese CBT-Programme noch ergänzen. Bestes Beispiel zum Beispiel Kopfrechnen. Habt ihr beim CBT-Programm optisch-visuell vor euch. Ich bin in die WhatsApp-Gruppe reingegangen und hab gehört, ey, das kommt ja gar nicht optisch dran, sondern nur akustisch über die Kopfhörer. Und ich habe es die ganze Zeit so gelernt und wäre dann total überfordert gewesen. Jetzt habe ich das gewusst, weil andere Leute, die schon da waren, mir das gesagt haben. Deswegen, falls ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, schreibt mich gerne jederzeit an. Oder schreibt irgendjemanden an, den ihr kennt, der da war. Oder euren Nachbar, der das vielleicht letztes Jahr gemacht habt. Redet mit dem darüber. Und geht mit ihm. Der macht es auch wahrscheinlich super gerne mit euch, weil wir haben alle dasselbe Ziel. Und von dem her, der kann euch die besten Tipps noch zusätzlich geben, wie ihr euch letztendlich am besten vorbereitet. Ja. Und jetzt seid ihr bei einer Privatschule und sie sagen, es ist keine Vorbereitung notwendig. Geil. Was kann ich tun? Ihr könnt mit Sicherheit, wenn ihr viele Tests schon gesehen habt, so Abstufungen machen. Was kommt da dran? Welche Bereiche werden getestet? Klar, Mathe, Deutsch, Englisch, Physik, Technik, was weiß ich. Und das gehe ich jetzt mal kurz mit euch durch. Und zwar anhand von diesen CBTs, die zum Beispiel auch bei der Lufthansa drankommen. Da gibt es zum einen Physikteil und Technikteil. Oder sonstige Sachen, wie das immer genannt wird, kommt auf jeden Fall zu 100% dran. Egal, ob so umfangreich oder ob nur 2-3 Fragen. Und dazu kann ich euch Folgendes empfehlen. Kauft euch das Buch. Könnt ihr auch jetzt schon alles machen. Ihr müsst gar keinen Testtermin haben oder sonst irgendwas. Holt euch einfach jetzt ein Buch und lernt nebenbei. Gerade jetzt hat man eh nicht so viel zu tun in der Corona-Zeit. Holt euch das am besten. Und zwar Physik für Schule und Beruf könnt ihr euch da auf jeden Fall kaufen. Kostet, glaube ich, 14 € oder 20 € oder sowas. Habe ich auch noch hier irgendwo rumliegen oder sowas. Perfekte Vorbereitung, egal für welchen Test, für Physik und Technik. Aber geht davon aus, dass ihr nicht das ganze Buch komplett auswendig lernen müsst oder dass ihr so ein riesen Wissen haben müsst. Es reicht wirklich ein ausgeprägtes Grundwissen. Das wird gefragt. Ihr müsst kein Physik studiert haben oder sowas, um diese Tests zu bestehen.
Das kann die Flugschule von euch gar nicht groß verlangen. Einfach, dass ihr ein komplettes, gutes Grundwissen habt über verschiedene Sachen. Schaut euch ein paar Bilder an, schaut euch ein paar Abläufe ran. Formeln werden eher meistens nicht abgefragt, außer so wirklich komplette Basics, die man auch in der 6., 7. Klasse in der Schule mal hatte. Von dem her, holt euch dieses Buch. Technik und Physik, abgehakt. Als nächstes kommt Englisch. Und ich bin immer so ein Verfechter gewesen. Ich habe gesagt, ey, schaut euch Filme auf Englisch an, schaut euch Serien auf Englisch an, spielt Computerspiele auf Englisch oder sonstige Sachen. Was ich jetzt gemerkt habe, was auch wichtig ist für eure Ausbildung dann letztendlich ist, dass ihr selber Englisch sprecht. Es bringt euch nichts, wenn ihr wirklich den ganzen Tag vorm Fernseher sitzt und eine Serie nach dem anderen schaut. Ihr kriegt ein super gutes Vokabular, ihr wisst, wie man Sachen ausspricht vielleicht und ihr bekommt ein gutes Verständnis. Das ist super. Aber trotzdem könnt ihr noch lange nicht selber selbstbewusst Englisch sprechen. Sucht euch jemanden, Papa, Mama, Bruder, Schwester, wie auch immer, Oma, was weiß ich, irgendjemand, der mit euch vielleicht mal Englisch spricht. Oder macht euch einen Tag aus, mittwochs möchte ich Englisch lernen. Das heißt, ich setze mich mal hin und beschreibe mal ein Bild auf Englisch oder sowas oder mache eine Zusammenfassung auf Englisch von einer Story, die ich gerade gelesen habe oder von einem Film. Einfach, dass ihr in dieses Sprechen reinkommt, weil dann tut ihr euch auch leichter, wenn vor euch ein Lückentext ist mit englischen Sachen. Ihr wisst, ey, das hätte ich jetzt so gesagt, der Satz ist so, das kann eigentlich nur dieses Wort sein. Dann kommt natürlich noch ein bisschen Grammatik dazu, das könnt ihr euch aber alles in der Schule durch euer Schulwissen erarbeiten. Da habt ihr Ordner zu Hause und Aufschriebe, schaut euch das einfach an und lernt die Grammatik. Und sonst sprecht und redet mit anderen. Unterhaltet euch, bekommt ein Gefühl für Englisch und dann wird es auch. Und dann habt ihr auch eben dieses super Gefühl. Und dann eben noch Vokabeln lernen, durch diese Skytest zum Beispiel, hat auch ein super Englischprogramm. Da am besten einfach mal ein paar Vokabeln durchlesen oder gerade dieser DLR-Test, den wir letztens gemacht haben. Daran könnt ihr euch super gut orientieren, was das Englische angeht. Ihr braucht nicht Native Speaker sein oder sonst irgendwas. Einfach nur ein Grundwissen aus der Schule. Bestenfalls vom Abitur oder sonst irgendwas. Aber das muss auch gar nicht so hoch sein. Ihr müsst keine Geschichten aus dem 18. Jahrhundert interpretieren oder sonst irgendwas. Ihr müsst einfach nur Englisch verstehen und sprechen können. Und im besten Fall Lückentexte ausfüllen. Mehr passiert da nicht. Kopfrechnen. Ladet euch die App runter fürs Handy, komplett kostenlos, Math Tricks Free. Da am besten auch auf akustisch stellen, falls ihr zur Lufthansa möchtet, oder lernt es einfach visuell. Es gibt verschiedene Level, geht am besten bis Level 21 oder 22 oder sowas, mehr kommt da im besten Fall eh nicht dran. Ihr müsst wissen, was ein Dreisatz ist, ihr müsst ein bisschen Prozentrechnung können und sonst plus, mal, minus, geteilt, sonst irgendwas. Und verschiedene Terme. Punkt vor Strich, Klammer wird davor gerechnet oder sonst irgendwas. Solche Grundverständnisse werden geprüft. Und dann eben, das sind auch keine überschweren Aufgaben. Es sind einfach Aufgaben, die halt relativ gut im Kopf zu rechnen sind, wo ihr verschiedene Regeln aber beachten müsst. Dreisatz zum Beispiel, wie gesagt, Punkt vor Strich und sonstige Sachen. Und dann könnt ihr das auch. Somit ist auch der Mathematikteil abgeregelt, weil ihr habt letztens auch im DLR-Test gesehen, da kommt vielleicht eine Textaufgabe oder wie auch immer sich das nennt dran und ihr müsst die anhand von Sachen verstehen und da wird dann vielleicht der Dreisatz geprüft, wie bei der Autoaufgabe mit dem Tank, sowas kommt auf jeden Fall dran und Dreisatz kommt viel dran, Prozentrechnung kommt dran, vielleicht noch ein bisschen Geometrie, Umfang vom Viereck berechnen oder sowas, Radius vom Kreis, solche Sachen, sowas kann auch theoretisch drankommen, aber auch wirklich nicht zu ausgeprägt. So, das war eigentlich so ein bisschen was von den Wissenstests. Jetzt kommen wir eher so zu den Fähigkeitentests. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich beantworte es euch gerne, soweit ich kann. Da haben wir dann auch schon zum Beispiel Raumvorstellung oder optische Wahrnehmung oder sowas oder Raumorientierung oder sowas in der Art. Und da schaut euch Würfel an. Würfelklappen, aufgeklappte Würfel, zuhe Würfel, wenn ihr ihn dreht, wie sieht ein Würfel aus, die Punktzahl ist davon rechts, die Punktzahl ist davon links und dreht den immer mal wieder und schaut euch diesen DLR-Test an. Solche Aufgaben kommen im Prinzip dran. Einfach, dass ihr einen Würfel bestimmen müsst oder da ist ein aufgeklappter Würfel, welcher Würfel passt dazu oder sowas oder du klappst diesen Würfel dreimal nach links und einmal nach hinten, wie sieht er aus, sowas kommt dran. Und das ist auch mit der Zeit. Am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer damit getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ihr bekommt da so ein Gefühl dafür und ihr wisst dann irgendwann den kompletten Würfel auswendig. Und sobald das geschehen ist, nach ein, zwei Tagen, bam. Und ihr könnt jegliche Aufgaben mit Würfeln lösen. Kommen eigentlich immer dran. Egal ob Lufthansa, Skytest, TFC-Käufer, private Flugschulen, sonst irgendwas. Würfelklappen,
sind eigentlich ideale Aufgaben, um die Raumorientierung, Raumvorstellung und optische Wahrnehmung, bla bla bla, zu üben. So, Konzentration. Konzentration ist eine ganz wichtige Sache. Versucht euch da wirklich auch zurückzuziehen, sodass ihr nicht gestört werden könnt. Oder nicht, dass die Mama abends ruft, ey, es gibt Essen und ihr seid gerade mitten in der Konzentrationsübung drin. Das bringt euch gar nichts. Versucht euch wirklich zurückzuziehen, die Konzentrationsaufgabe zu machen und da wirklich komplette Ruhe zu haben. Spielt vielleicht eine Runde Geometry Dash auf dem Handy oder sowas. Klar, klingt jetzt vielleicht kindisch oder spaßig. Bringt euch aber sehr, sehr gute Konzentration. Es gibt auch viele coole Sachen im Internet, wo ihr die Konzentration üben könnt. Aber sowas zählt auf jeden Fall dazu. Zu Technik muss ich gerade noch kurz anfügen. Zahnräder, Bewegungsmechanik. Einfach das, was wir auch im DLR-Test gemacht haben. Das erste Zahnrad dreht sich nach rechts, gefolgt von 4 weiteren Zahnrädern. Das letzte dreht sich dann in welche Richtung, rechts oder links? Ist meiner Meinung nach ziemlich einfach, hat man relativ schnell drin. Sollte also keine große Sache sein. Merkfähigkeit, visuell, akustisch, beides lernen bitte. Legt euch einfach mal einen Text vor euch, eure Mama oder euer Papa oder irgendwas im Internet, sucht ihr euch raus und gebt es eurem Kumpel oder sowas und er stellt euch Fragen zu diesem Text. Text vielleicht 5 bis 6, 7, 8 Zeilen oder sowas um den Dreh oder Bilder und dann gebt ihr euch die Fragen und ihr müsst diesen Text so ein bisschen euch gemerkt haben. Was steht da drinne? Oder anhand von Bildern, welche Farbe hatte Bild 5? Blau, Rot oder Gelb? Müsst ihr euch merken. Und gerade zum akustischen Gedächtnis, da gibt es diese klassische Aufgabe mit Buchstaben, Reihenfolgen, rückwärts sagen, wieder oder sowas. Oder macht es auch gerne mal mit dem Fluglotsentest mit der Merkfähigkeit vom Visuellen her, dass ihr anhand von Formen Sachen wiedererkennen könnt. Geht da gerne mal auf die Internetseite, Link ist ja eh in den letzten Videobeschreibungen mit dabei. Und sonst, euer Kumpel soll euch einfach mal, euer Kumpel schreibt euch zum Beispiel 20 Zahlen auf sein Handy und diktiert euch die Zahlen. Und irgendwann stoppt er und ihr müsst dann versuchen, die Zahlen rückwärts wiederzugeben. Je nachdem, wie viele ihr schafft, immer wieder verbessern und verbessern. Hört sich am Anfang ein bisschen schwierig an, aber ihr kommt da rein. Ihr macht das ja dann 10, 20, 30 Mal oder sowas. Jeden Tag wieder. Und irgendwann bringt es es auch. Und das sind eigentlich so die Sachen, die ich euch mit auf den Weg geben konnte von den zwei Sachen. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen geholfen. Wie gesagt, holt euch am besten so eine Software, könnt ihr auch jetzt schon reinschnuppern, Skytest oder Vimana oder wie das da heißt. Vorbereitungsseminare, ja, ich kenne verschiedene Meinungen, ich enthalte mich da eher. Es gibt Meinungen, die sagen, ey, finde ich voll super, die bereiten einen sehr, sehr gut darauf vor. Machen sie mit Sicherheit auch, ich möchte es gar nicht schlecht reden, aber es ist wirklich auch eine Frage des Geldes, weil das ist meistens relativ teuer, über 1000 Euro oder sonst irgendwas. Und von dem her, ihr könnt auch super gut von zu Hause lernen. Fragt mich da auch gerne nochmal, was spezifische Tests angeht, wenn ihr jetzt zur RWL wollt oder zur FMG oder sonst irgendwas. Und ich gebe euch da ein bisschen meine Erfahrung mit. Und von dem her, ich hoffe, ich konnte euch somit ein bisschen helfen. Schnuppert da doch gerne mal rein oder holt euch mal die zwei Bücher oder schreibt mir per Instagram oder sonst irgendwo. Und von dem her, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was ihr jetzt davon so haltet und was ihr bereits für Erfahrungen, sowohl positiv als auch negativ, gemacht habt. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da oder vielleicht ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss. Stop drinking down your name, and all you keep on saying is how this music made us change. And